Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute werden wir ganz kurz zum See gehen, einfach nur um zu gucken, ob sich da vielleicht ein Mirelurk-Jäger rumtreibt, damit wir den erledigen können. Die ganzen Viecher sind hier wieder respawned, aber das hat uns nicht zu jucken. Zudem habe ich überlegt, das Einzelhäppchen ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wir haben nämlich einige Tiere zu töten, die wir selten sehen. Autsch. Nicht töten. Aber das war wirklich geringste Priorität. Ich bin nicht so ein Eventmensch. Das ist mir zu viel. Alter, ich bin fast tot. Hör auf, mich zu schießen. Das finde ich nicht nett. Stell dir vor, ich würde das bei dir machen. Übrigens, wir haben auch ein Level Up, aber ich werde das wohl noch nicht machen. Ich muss erst wieder reinfinden, was ich überhaupt machen wollte. Bevor ich wieder was Falsches skille. So, hier ist der See. Haben wir hier schon immer cool rumgelungert? Ist das nicht das Camp von den Pfadfindern? Hä? Hat mich gerade eine random Kugel getroffen von hinten? Alles klar. So. Jäger. Ja, ich sehe hier noch einen Mirelurk, aber warum meinte ich nicht? Geben wir mal die Kriegstrommel. Da haben wir noch ein bisschen was zu erledigen, ne? Und solche billigen Viecher, die steckt man ja schnell zusammen. Ich hoffe, dass das Musikinstrument. Wir müssen. Genau, das ist eigentlich eine gute Idee, wenn wir jetzt mal kurz nachgucken. Wir müssten ja jetzt schon einiges mit dem Musikinstrument getötet haben. Wenn das alles für den Arsch war, dann lache ich. Musik. Ah, 6 Stück noch, alles klar. Dann haben wir es hinter uns. Nice, was ist da oben? Was geht da ab? Ein Säbchen. Sind da Leute schon? Begonnen vor 2 Minuten. Er ist ja keiner. Er hat auch keinen Bock, da irgendwie alleine rumzugoffeln, ey. Das dauert ewig. Naja. Was ich noch sagen wollte, ich habe natürlich Kommentare bekommen, ja, das bekomme ich. Und ich lese sie mir auch durch, aber ich erwähne sie nicht immer. Heute muss ich das mal machen. Oh, hallo Mirelurk. Stufe 12, ihr seid aber schon ein bisschen knallharter, ne? Und zwar geht es darum, dass ich war ja im Nuka-Cola-Werk. Und da soll wohl noch eine Quest versteckt sein. Und das kommt von Miko Krämer. Miko Krämer sagt, im Nuka-Cola-Gebäude gibt es noch eine weitere Quest. Dort, wo die Nuka-Cola getestet wurde, ist noch ein umgekippter Spind. Dort beginnt die Quest. Das Terminal, dort kannst du auch mal lesen. Super Folge, okay. Alles klar. Das hier wird eine super Folge, Freunde. Ihr habt es gehört, Miko Krämer weiß Bescheid. Und... Oh, Hundis. Aber ich glaube, ich brauche Wölfe, ne? So, das waren jetzt 3. Einer fehlt mir noch, ein Gegner. Komm, da muss ja wohl noch irgendwo einen Gegner rumguffeln. Gib mir. Wenn ich schon keinen Mirelurk-Jäger bekomme. Ich höre dich. Messerklaue. Ach, Stufe 18, komm her, Mann. Zack, direkt Schleichschaden. Oh, macht ja kaum Schaden. Ha, danke, ich bin schon wieder weg. War mir ein Vergnügen. Moment, wir haben doch... Haben die mich echt nicht gemerkt? Okay, die Kriegstrommel kann somit weg. Die können wir eigentlich wegschmeißen, ne? Ja, komm. Ja, komm, weg mit dir. So, das muss ich gerade mal überlegen. Musste ich mit dem Schwert welche töten? Das geht ja wirklich schnell. Aber macht keinen Schaden. Das bringt. Ah, super, jetzt bin ich verseucht. Danke für nichts, Jungs. Hier, weg mit euch. Versteckt er sich hinter der Leiche seines Kollegen? Was für ein Arsch bist du denn? Oh, jetzt kommen sie aber alle an, ey. Da fallen sie wie die Fliegen. Ich glaube, ich habe ein Nest angegriffen. War kein Jäger dabei. Da kommt ja noch einer. Habt ihr es jetzt? Gut, kein Jäger am Start. Schade. Weißt du, dann, wenn man es braucht, sind sie nicht da.
Moment. Dieser Ort erinnert mich an etwas. Ah, nee, der Schatz ist im Wald. Wir sollten ja in einem Canyon einen Schatz finden. Und das sieht verdammt danach aus. Allerdings, die Problematik an der ganzen Geschichte ist, dass das Ganze im Wald stattfinden soll. Und ich wollte hier hin. Was haben wir denn hier? Nuka Cola, ja? Cherry. Ah, habe ich schon. Gruselteddy. Gruselteddy. Das Gruselding, das haben wir jetzt. Wo haben wir denn? Genosse Moppel. Ja, super. Ist auf einem anderen Zettel, den ich gerade nicht hier habe. Nee, leider nicht. Aber da liegt noch eine Notiz. Ich schreibe das sowieso alles nochmal neu. Erste Notiz des Dienstboten. Hier bin ich zum ersten Mal mit Cindy auf dem Reifenschlauch den Fluss runtergefahren. Cindy hat das Wasser immer geliebt, Jeff. Okay. Schön für dich. Ihn juckt's. Okay, anscheinend hat Jeff hier überall in der Welt Notizen hinterlassen. Wir werden nie wieder eine weitere finden. Das sage ich euch jetzt schon. Da kann man sich gar nicht hinlegen. Na gut, dann würde ich sagen, ab zum Nuka-Cola-Werk. Und da suchen wir mal die Produktionsdinger und den umgekippten Spind. Das ist nämlich eine Sache, die ich erledigen möchte, weil das eine Quest ist und Quests sind immer toll. Solltet ihr euch merken. So, willkommen im Nuka-Cola-Werk. Wir sind zurück. Wir werden hier auch nur ganz kurz durchrasen. Ist ja auch ziemlich Canyon, ne? T-Terror. Das könnte auch. Was ist denn hier los? Achso. Man sollte vielleicht nicht so nah an die radioaktiven Dinger ran. Das hier könnte auch der, ja, Canyon sein, den wir suchen. Allerdings, der jetzt nicht so tief, ne, wie auf dem Bild. Aber dem sollten wir nachgehen. Dem sollten wir nachgehen. Aber gehen wir erstmal ins Coca-Cola-Werk mit einer anderen Waffe hier. Da haben wir unendlich Munition. Wobei auch gar nicht mehr so viel, ne? Wir haben schon ganz schön viel verballert. So. Ach. Ich finde nie die Tür. Ich hasse dieses Werk. Wo ist denn die Vordertür? Eingang, irgendwas. Keine Ahnung, also da, ich finde, da wo die große Coca-Cola-Flasche ist, da sollte auch ein Eingang sein. Das ist so markant. Gibt es ja ein Hintertürchen oder so? Ne, leere Holzkästen. Die lassen wir da hinten mal in Ruhe. Wir gehen hier runter. Hier ist nämlich eine Tür bestimmt. Hier ist ein Parkplatz. Parkplätze gleich Tür. Ah. Hier geht's rein. Was haben wir eigentlich noch unter Töten? Musikinstrument haben wir jetzt durch. Ich bin wieder durstig, ja. Ich hätte schwören können, ich habe mir ein Schwert organisiert zum Töten. Naja, wir werden sehen. Gehen wir es mal. Und dann trinken wir was. Bloß nicht vergessen. Übrigens wurde mir auch von Chaosmann immer wieder geschrieben, man kann ja auch die verschiedenen Coca-Cola-Sorten kaufen. Das stimmt allerdings, aber das machen wir nur zur Not. Ich meine, wir laufen sowieso noch eine Weile lang hier in der Welt rum. Und ich habe es da ehrlich gesagt nicht so eilig. Ich sollte mal wieder kochen. Okay. Das nehmen wir schon mal mit. So, bei der Produktion. War die da hinten? Ich glaube schon, ne? Ja, es sieht produktionsmäßig aus. Und hier ist irgendwo ein umgekippter Spind. Mit dem PC. Hey, was zum.
Ja, lass mich 10 Jahre nachladen. Machen wir es uns einfach. Wo sind wir jetzt hier? Es sieht nicht nach dem Ort aus, den wir suchen. Förderbänder sind gut. Was haben wir denn hier? Ein Fusionskern, den nehme ich gerne mit. Das kannst du behalten. Hier. Eine Leiter? Mit dem Ausgang? Ja. So, jetzt sind wir hier. Und hier muss irgendwo... Ja, wir waren gerade eben schon auch hier. Ich weiß nicht, ich wollte mich kurz umsehen. Hier muss irgendwo ein umgekippter Spind sein. Müssen wir den nur noch finden. Okay. Kann ja nicht großartig schwer werden, ne? Ich finde nichts. Ne, da geht's wieder hoch. Ich finde ja nicht mal einen Spind. Okay, wir sollten auf jeden Fall hier nochmal reingucken. Okay, ist auch nix. Aber hier ist auch kein Spind. Und hier muss irgendwo auch noch ein Terminal sein. Hier ist auf jeden Fall die Beutetruhe. Die nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit hier. Oh. Junge. Kannst du dich so an mich ranschleichen? Ich weiß wo. Wir hatten ja einen Raum mit ganz viel nuklearem Material, ne? Könnte das da sein? Hier ist ein gekippter Spind, aber ich glaube nicht, dass das der ist. Oh Mann, oh Spinte. Spinte sind immer gut. Kühlflüssigkeit, Spind, der Gabel, nix. Ich sehe ganz viele Leichen. Also lange, soweit nichts mehr. Okay, Moment, ich stopp mal ganz kurz und dann sehen wir uns gleich, wenn ich es finde. Mir ist gerade aufgefallen, dass hier überall giftiges Wasser rumliegt. In der Nuka-Cola-Fabrik. Hm. Ja, cool, dann bieten die hier anscheinend giftiges Wasser an. Oh, ein umgekippter Spind. Schlüssel erforderlich. Der Nuka-Cola-Spind kann das Schloss... Was? Der Nuka-Cola-Spind-Schlüssel kann das Schloss öffnen. Okilidokili, wir haben einen Schlüssel zu finden. Holy shit. Nuka-Cola-Becher nehme ich mal ein. Jetzt müssen wir noch einen Schlüssel suchen. Vielleicht einer der Leichen. Ah, das ist schon mal ein Schlüssel. Leider nur ein Schraubenschlüssel. H-Klammer. Ja gut, damit könnte ich es zwar auch öffnen, aber nicht auf die Art und Weise, die das Spiel gerne möchte. Metallkiste? Ich kann mir schon denken, wo ich eine Notiz finde. Alexis, ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ich weiß, wir hatten im Laufe der Zeit einige Differenzen bezüglich Methodologie und F&E, aber wir waren uns immer einig, dass die Marketingabteilung eine böse Macht bei Nuka-Cola ist. Ich kann sie nicht an Unschuldigen experimentieren lassen, also habe ich das Arsen, das Quecksilber, das Strontium und den ganzen Rest eingepackt und bin nach Hause nach Sutton gefahren. Ich hoffe, du verstehst das. Finde ich da vielleicht den Schlüssel? Oh, Gemüsestärke. Wir gucken uns am besten mal
das Terminal gleich an. Ich weiß, mit dem Terminal kann ich wahrscheinlich das Schloss öffnen, aber ich mach's wie ein Profi. Weil ich einer bin. Sauber. Nur Scheiße. Rostiger Kater. Okay. Das sah aus, wie ein Knopf. Okay. Here we go again. Da guck mal, wie viel Spaß das macht. Oh, ich habe falsch gedrückt. Es ist so lustig, Alter. Ich könnte den ganzen Tag nichts anderes machen. Okay, okay. Wir versuchen es mal auf die ehrliche Art und Weise. Es geht meistens, ich will nicht sagen schneller, aber effizienter. Leichter geht's auch nicht. Es ist eine reinste Qual. Ich habe das Hacking schon immer gehasst. Früher, als ich das erste Mal Fallout gespielt habe, war das natürlich was Nices. Ne? Da hat man sich ja super. Da hat sich ja voll gefreut. Da war was Nices. Da hat man sich immer gefreut auf dem Terminal. Weil Terminals waren damals in Fallout 3, sage ich mal, nicht eine der häufigsten Sachen. Deswegen war es auch immer ein bisschen mit Spaß verbunden. Fallout 4 genauso, das war jetzt auch nicht so häufig, waren natürlich auch einige, aber nicht viele. Aber hier, in Fallout 76, da ist das ein bisschen übertrieben. Fühlt man sich schon mal ein bisschen gemobbt. Jedenfalls, es fühlt sich mittlerweile halt... Es ist natürlich ein Fallout-Ding, ganz klar. Sage ich auch nichts dagegen, gehört zu Fallout halt dazu. Aber es ist... Es ist nahezu zu viel eigentlich. Null Treffer. Es ist wie die Ubisoft-Formel, dass sie das immer wieder selber machen. Und das ist ein Schloss. Ein Terminal. Stufe 0. Und guckt euch diese Scheiße an. Ich weiß, was wir machen. Oh, ich habe ein. Box! Kannibale, Scheiße, Meisterwissenschaftler, ja gut. Rüstmeister, Action Boy. Sagt der Auftragsmörder zum Kalender, deine Tage sind gezählt. Den finde ich gut. Die schlechtesten sind aber noch die besten. Okay, okay, okay. Ich weiß, was wir machen. Und so machen wir das hier weg. Und dann Meisterhacker. Profi-Hacker. Wo ist der andere Hacker da? Hacker. Jetzt sieht die Sache bestimmt schon anders aus. Überprüfen wir das Ganze mal. Gucken, ob das jetzt einfacher ist. Zack, zack. Hallo? Der hat nur eingezählt. Warum? Da waren zwei. Ihr habt es ganz genau gesehen, aber hat nur eingezählt. Okay. Sieht irgendwie nicht besser aus, oder? Ach, komm! Nuka-Cola Corporation Produkte. Testphase Seelöwe. Codename Seelöwe. Öffentlich verwendeter Name Nuka-Cola Quantum. Notizen zur aktuellen Variante SR85 durch SR90 ersetzen. Synthesevorgang zu kostspielig. Ja, ich würde aber gerne wissen, was da drin ist. Aber wieso heißt das Seelöwe? Walross. Öffentlicher Name Nuka-Cola Black. Seebär. Orange. Nachgeschmack durch Spuren von Arsen verringern. Arsen! Wütender Biber. Nuka-Cola Quarz. Notiz zur aktuellen Variante. Versuchen, nicht lösliche Zuckerflocken hinzuzugeben, um Quarz zu simulieren. Überprüfen, ob dies den Kavitationsproblemen der vorherigen Versionen entgegenwirkt. Die mischen hier nur Gift zusammen. Ich glaube nicht, dass... super, das... hat sich jetzt nicht gelohnt. Das hat sich jetzt nicht... Oh nein. Seht ihr, und das ist das Problem. Der Aufwand ist es einfach nicht wert. Der Aufwand ist es nicht wert, so ein Scheißding zu knacken. Gut, wir sind der Sache jetzt immer noch nicht näher gekommen. Wir suchen einen Schlüssel. Okay.
Wir müssen jetzt ganz genau überall hingucken. Was bist du für die Tür? Oh. Echt jetzt? Ah, er sitzt da hier einfach und wartet auf mich. Sofern ihr. Du musst mir sagen, wo der Schlüssel ist. Das, such! Such! Ich glaube, der ist auf K. Sitzt da einfach. Ja, ich glaube, er hat die Tür zugemacht. Er hat gesehen, dass ich mich hier aufgeregt habe und dachte sich, ja gut, das dauert eine Weile, bis der fertig ist mit dem Stufe 0 Terminal. So, die Frage ist aber, wo finden wir diesen Spinnschlüssel? Wenn es bei Leichen ist, ist es natürlich ein bisschen kacke, weil die Leichen sind jetzt überall verstreut. Spinnschlüssel. Wo findet man denn sowas? Normalerweise ist der ja nicht allzu weit entfernt. Nuka-Cola Spinnschlüssel. Kann das sein, dass wir bereits einen haben? Ich kann mich erinnern, dass wir einen Schlüsselbund mit Nuka-Cola eingesammelt haben eines Tages. Da müsste ich mal zu Hause vorbeischauen. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich schaue mal ganz kurz zu Hause vorbei. Ich weiß gar nicht, wo mein Zuhause ist. Ich muss mein Zuhause erstmal finden. Wo habe ich nochmal gesiedelt? Hier irgendwo, ne? Ach, da, mein Camp. Dann gucke ich mal nach den Schlüsseln. Und wenn wir es nicht finden, dann schreibt mir einfach in die Kommentare, wo dieser Schlüssel ist. Fertig. Ich habe keine Lust mehr, da in der Nuka-Cola-Fabrik rumzufleuchen. Stattdessen gehen wir zu Robco, würde ich sagen. Wir machen mal die Robco-Tour. Das ist wahrscheinlich morgen. Ich habe schon wieder zu viel Zeit damit verschwendet, irgendeine Scheiße zu machen. Wo lande ich jetzt hier? Ja gut, das ist besser. Das ist auf jeden Fall besser, als drunter zu landen. Mein schönes Haus, was noch nicht mehr vollständig ist. Okay, ich guck mal ganz kurz nach. Ich habe auf jeden Fall ein Robco Terminal Passwort dabei. Das ist ein. Achso, ach, ach das. Ich habe alle Schlüssel dabei, ne? Ich dachte, das hier wäre mein Schrank. Aber ich habe das Robco Zeug dabei. Das finde ich gut. Dann gehen wir zu Robco. Ach Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da unten war das. Robco Forschungszentrum. Dann gehen wir da mal hin. Allerdings würde ich sagen, beenden wir jetzt dann gleich die Folge. Damit es macht einfach keinen Sinn. Ich muss jetzt zur Arbeit und wenn wir da jetzt irgendwas machen, dann wäre es für den Arsch. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich müsste ja wieder online gehen und dann leben alle Gegner wieder und dann hier und da und jedes und welches und ist kacke. Aber ich glaube, so machen wir das. Dann machen wir die Robco-Tour. Das würde ich sagen, ist noch eins der interessanten Dinge hier auf der Liste. Und dann muss ich echt die Liste neu machen. Ist zwar noch extrem viel, wir müssen auch noch Fotos schießen. Von 1 Milliarde Sachen. Ich werde wohl einfach das nächste Mal, wenn ich das schreibe, pro Zettel ein so ein Ding ausfüllen. Falls ihr wisst, was ich meine. Da oben ist die Robco-Tour. Da müssen wir hin. Aber ich würde ehrlich gesagt auch Robco gerne untersuchen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir das bereits gemacht haben. Was fleucht hier rum? Oh my yours. Oh my yours. Die will ich nochmal kurz töten. Einfach nur für die Erfahrung. Na schön. Was schießt er denn noch? Ah, okay. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja, der Typ macht Geräusche. Gut, gut, dass wir jetzt rausgehen. Dann wird es uns nicht stören. Andere Spieler, die hierher kommen, werden vielleicht das Kotzen kriegen, aber das ist mir egal. Sollen die doch leiden. Lass sie gerne andere Menschen leiden. Versteck mich mal hier.
Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's Robco-tastisch weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.